Einen wunderschönen guten Morgen an Kraschu, den Baba. Wir spielen Diablo 3, ist das nicht wunderbar? Lasst uns gemeinsam. So, einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder euer Jay von jayzock.de. Und wir spielen mal wieder ein funky, frisches Röhrchen Diablo 3. Und dann gehen wir mal zu dem Kollegen hier, denn ich glaube, der hat was zu sagen. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Oh je. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen. Wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. So sei es. Eine gute Frage. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Ja. Alles klar, Baby. So, erstmal wieder ins Spiel reinfinden. Erstmal schauen, das habe ich wieder angehäuft. Das kann man doch bestimmt alles verchecken, oder? Ich glaube, ich nehme nur noch goldene Sachen an, ausgerüstet. Was hat der? Ja, ich verkaufe einfach erstmal alles. Der gute Nanny Nenninger. Es sind keine Wachen in der Nähe, oder? Der sagte nämlich. Weil ich hab nämlich ein paar. Sicher gibt es mehr Käufer. Was hat er denn gesagt? Aber mir gefällt das hier oben. Bessere Aussicht. Und keine. Ich glaube, er sagte nur am besten dann noch die goldenen Sachen. Und dann nehmen wir auch noch die goldenen Sachen. Reparieren alles. Alles repariert. Alles repaired. So, jetzt kann's losgehen. Ich habe Tempel, Alea und den guten Cooler an meiner Seite, so wie es aussieht. Und wir müssen Blut und Sand, das Quest Blut und Sand machen. Ja. Und dann müssen wir in die Oase von Dankur, glaube ich zumindest. Die sah irgendwie markiert aus. Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Was faselt ihr da? Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Okay, wir sind Level 20. Und hier ist es ganz schön düster. Guck mal, wie cool, wenn man hier durch das Gras läuft, bewegt sich das. Das ist doch herrlich. Aber jetzt checken wir erstmal die Lage ab und suchen das gesamte Land. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Wir haben wieder alles verlernt hier. Nicht genug Blut. Das hat ja eigentlich ganz gut erstmal geklappt, kann man sagen. So, weg mit euch hier unten. Ich hab volle Bum, 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 bum. Yeah, Baby. Baby, Baby. Was ist das für ein. Skills reingehören, okay, herrlich. Herrlich, herrlich. Oh, einfach mal draufgehauen. Man ist ja schließlich Krascho der Barbar, nicht wahr? Ja, ihr habt recht, das finde ich wunderbar. So, hier ein paar Sachen zum Verkaufen nehmen.
Oh, schaut mal an, eine direkte Verbesserung. Habt ihr das gespürt? Eine kühle Brise, mitten in der Wüste. Was für ein seltsamer Ort diese Oase doch ist. Ins kühle Nass. Und weiter geht's. Was ist hier überhaupt? Aha. So, jetzt waren meine Buddies online. Der Gangster-Kai wieder hier. So früh ist der schon online. Ha, man merkt, es sind Zimmer. Das finde ich wunderbar. Solange ich nicht drauf gehe, gefällt mir das auf jeden Fall. Oh. Da hab ich den guten Jürgen gesehen. Was ist das denn für ein Erdbeben? Ein schönes Grillbeben könnte man es auch nennen. Die kaiserlichen Wachen haben mich hier zum Sterben zurückgelassen. Aber ihr habt mich gerettet. Danke. Oh, so ein Billigteil, Junge. Aber immerhin, es ist ja auch nur ein armer Mensch, der hat nicht viel. Stufe 21. Ich fühle mich sowas von shame-mäßig jetzt. Unglaublich. Vielleicht bin ich hier auch shame-mäßig. Wer weiß, wer das Fakt ist, ich bin kaschel, der Baba. Das finde ich wunderbar. Das ist wunderbar. Hey, Junge! Junge! Yeah. Und dann drehen wir hier eine Runde. Kurve ist nicht am Bremsen. Oh, ist das irgendwas? Oh, ich habe hier, glaube ich, diese Dinge zerstört. Ich brauche mehr Zeit. So. Ist das ein Spiegel des Gemetzels? Aha. Okay. Nee, wo war das hier? Ja, das checken wir später mal ab. So, wir finden noch einen. Bye-bye-Getriebe. Das war's dann wohl. Oh, das sind diese Killerpflanzen, die exploden. Oh, und da haben wir auch schon das Ziel. Aber wie immer erkunden wir erstmal das Gebiet hier. Wir haben ja kein Zeitlimit, oh ja, schön. Schön sumpfmäßig, schön erfrischend. Oh. Einer der Historiker meines Ordens ist einst hierher gekommen. Er nannte es. Ein furchtbares Tal voller schlanker Bäume und farbenprächtiger Erdbeersaft. Ein Ort, ein richtig schöner Oasenwaterfall. Ich fürchte, damit hat er nicht mehr. Da war eine Schlange. Die hatte aber Respekt und Angst zu klagen. Kann sie auch haben, denn mit Krasche, den Kraschen Barbaren ist nicht zu schlagen. So. David, du bist ja gut, er kann sich eher verpissen. Oh, was war das? Super-Tagen-Typen. Übrigens habe ich mir heute mal den brandneuen StarCraft 2 Heart of the Swarm Battle Report Carrying vs. Brothers angesehen und joa. Hab mir natürlich auch auf Team Liquid und so wieder schön viel darüber durchgelesen, allgemein. Dissen die Leute Blizzard hart und ich muss sagen, joa, ich weiß nicht. Also im Prinzip schon ein cooles Heavy Metal Play, was wir aber gar nicht cool finden, sind die Tempels irgendwie, haben die. Naja, gut, man wird sehen, also ich sag mal so, da ich ja selten das Negative sage und immer die positiven Seiten suche, sag ich mal so, stellt es mir teilweise schwer vor mit dem Special Ability Schnickschnack von Protoss und Zerg-Einheiten. Ich finde aber geil, dass man als Terran jetzt auch designtechnisch vom Blizzard Hauslegen aus in der Lage ist, mit Heavy Metal abzuschnoddern.
Und für alle, die mich kennen, ich spiele ja ganz gerne. Also freue ich mich doch schon auf Hard of the Swarm. Wie ihr bestimmt auch. Zumindest denke ich mal, dass schon ein paar von euch, die Diablo 3 spielen, auch StarCraft 2 Wave of so, Flippy spielen und dann auch StarCraft 2 Hard of the Swarm spielen werden. Da ja hier, weg mit euch. Boah, noch einer. Ne, der hat nur eine Bruchtel noch. Der ist der Ja, es war aber keine saubere Landung, Kollege. Boom, da stürzt es ein. Ja, da stürzt es ein. Boah, aber der hat aber hier auch einen auf Krasche gemacht. Bist du ein Fan von mir? Alter, ich geb dir ein Autogramm. Achso, warte mal, hier, was sind denn das für komische Dinger? Vergessen Ruine, da kann man sich wohl reinbiegen. An manchen Tagen. Not now, sozusagen. Ich wäre glücklicher gewesen, wenn ich ein einfaches Leben hätte führen können. Ein Mauervolk führt keine Heldentaten, aber sät seine Saat aus und kann nach einer gewissen Zeit eine Ernte sehen. In solchen einfachen Taten kann man Frieden finden. Wow. Yes, baby. Oh, baby, baby, gib mir eine sexy Sonne. Haben wir das hier? Das ist Aha, und es geht hier oben. Die Scheine zu zerstören, wird ihr nicht nichts Ich brauche mehr Zeit. Die mit der Mühle muss es sein, wie immer halt. Ihr kennt das ja. Wow, Volltreffer. Die mit der Mühle. Das geht noch nicht. Die mit der. Die mit dem Wasser. Wo kommen denn diese Gangsterflüsse hierher? Von diesen Schmuck. Ja, nice, irgendwas gekommen. Weil ich hier böse Energie quasi for free vertrieben habe. Und ein Achievement bekommen. Sie haben den Erfolg der Schrein von Rakai Nishu. Habe ich gerockt, Baby. Ja, in der Tat eine sehr, sehr gute Leistung. Oh, Fischis. Aber nicht, ihr wisst schon welche, ne? Die Touristenfischis. Zumindest die Leute, die aufmerksam mein Tropico 4 Let's Play verfolgt haben. Oder sollte ich sagen, Let's Shit. Ja, ja. Schaut auf jeden Fall mal auf jzock.de vorbei. Wenn ihr euch abgeklärt habt, Leute, die haten ja am Anfang immer, was ich verstehen kann. Ich hate auch ganz gerne mal. Vor allem StarCraft 2 Wings of Liberty Casters. Wenn ihr mich fragen würdet, was ist dein Lieblingscaster, könnte ich euch schon mal keinen direkt nennen. Wenn ihr mich fragen würdet, wer ist der beste Caster, könnte ich euch auch keinen nennen. Wenn ihr mich aber fragen würdet, wen findest du so richtig schlecht? Ich würde wahrscheinlich morgen noch so richtig schlecht. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Ja, ne, auf jeden Fall, ja, das macht den Jay glücklich. Mann, das ist ja ein richtig großes Gebiet hier. Oh, noch ein Erfolg, Freude.
freigeschaltet. Mit der Zeit hat die Wüste bestimmt eine Menge uralter Texte verschlungen. Und nein, ich habe nicht vor, nach alten Schriftrollen zu suchen. Aber dennoch, wenn wir welche finden, hätte ich sicher mehr Abonnenten und mehr Aufrufe auf YouTube. Boah, das ist ja so groß, hey, da finde ich wahrscheinlich gar nicht mehr zurück in dem großen Gebiet hier. Boah, weg hier. Hier. Aber weggemetzelt. Ja, da hat's ihn weggemetzelt. Oder? Not. I don't know, maybe. Das schleichen sich immer so absolut wertlose Dinge rein. Wie das hier zum Beispiel. So, jetzt gehen wir mal systematisch ein bisschen vor. Das heißt, wir gehen mal, was ist das? In den modrigen Keller. Vielleicht gibt es da ja guten alten Wein. So helft mir doch! Wenn ihr da schweigt, sonst reiße ich euch die Zunge aus dem Mund. Aha, wird hier eine Orgie gefeiert, oder was? Ihr Narren! Glaubt ihr, ihr könntet diesen Mann retten? Ihr habt euer eigenes Schicksal besiegelt! Bitte! Oh, nicht nein. Genug Mut! Nein! Der Feind hat Alkanus und die meisten der Kultisten vernichtet. Der Meister befiehlt uns, sofort weitere Sklaven zu fangen. Geht in die Oase und entführt die Dorfbewohner. Tötet alle, die sich wehren. So gewinnen wir gleichzeitig Verbündete und vernichten Feinde. Don streitet euch oft. Wie kommt das? Unsere Beweggründe stehen im absoluten Gegensatz zueinander. Ich handle aus Ehrgefühl und für das Wohl anderer. Er wird von Gier angetrieben und einem Bedürfnis, was unter deiner Göttlinie entspringt. So, dann reden wir über den Master of Disaster. Danke, danke. Ach, das ist ein Händlerboy, oder was? Geplündert. Ein Scharmützel, den klassischen Damen. Wird doch noch Geld dafür, ey. Sie stattdessen zu kaufen. Ich glaube, der spinnt. So, du gibst mir mal schön Geld, so sieht das aus. So Junge, dass mir das nicht nochmal passiert hier, ne? Das nächste Mal schenkst du mir was, sonst triff ich dich persönlich an. Oh Gold, Gold, ich will das haben. Ich wähle das gute Goldinger. Das gute alte Goldinger.